Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bauchwiese Marsch. Wir verkaufen auch noch die Restmilch. Nebenbei wird noch gedüngt. Auf Feld 13. Die restliche Fläche in der Mitte. Dann werden wir gleich weiter düngen. Ist noch nichts reif. Ich habe nur festgestellt, oder den Verdacht, schlafen ist ungünstig. Das wirkt sich irgendwie, ich sag mal, negativ aus. Das nach dem Schlafprinzip. Die Jahreszeit nicht weitergeht. Ich hatte da eins und nachdem ich das Spiel neu geladen habe, also Spielstand laden, war dann ein 2 da, also Mitte Sommer. Vorher war früher Sommer, jetzt haben Mitte Sommer. Ich habe auch die Kühe umgeladen zum anderen Stall. Dann sind sie wieder gesund. Komischerweise. Also ich verstehe das nicht. Also die Kühe, die 2,2 sind, das sind die älteren Kühe. 1,9, das ist die neuen Tiere. Ich habe 16 neue gekauft, dann haben wir wieder Schwung kommen hier, dass wir die ersten Kälber kriegen. Die ersten kommen bald, aber oh, eines fertig. Das machen wir gleich fertig. Das machen wir gleich. Aber wir müssen da noch was nacharbeiten. Und zwar oberhalb der dunklen Fläche müssen wir noch mal einen Streifen machen. Das muss ja nicht 100% sein, aber halt möglichst doch relativ viel Fläche. Weit kommen wir heute auch nicht ins Spiel. Ich dachte, wir können mit der Ernte schon mal anfangen. Pustekuchen ist nicht. Im Herbst normalerweise kein Getreide mehr geerntet, das ist ja schon längst durch. Telefon, Pause! So, geht weiter. Anruf erledigt. So, kurz den Rest düngen und dann geht's zurück zum nächsten Feld. Feld Nummer 25, wenn wir düngen. Also darf ich den Düngersteuer, da war eigentlich Pause gewesen. Aber das ist jetzt egal, das ist nicht tragisch. Wir müssen ja schauen, ob BGH noch genug Ballen rumliegen. Und ein bisschen Geld verdienen. Jetzt haben wir die Fläche aufgedüngt, die wir düngen wollten noch. Auf der Nummer 13. Fahren wir rüber auf die 25. Schauen wir mal, dass wir bald hier Wachstum kriegen, also sichtbaren Wachstum. Also könnte mal die Feuchtigkeit messen, aber Regen hatten wir ja vorgestern gehabt. Kommen wir da durch? Ich glaube nicht, mit ausgeklappten Streuer wird es eng. Gut, der Rand wächst Gras, das ist super. Aber Grund ist gut und weiß, weil da können wir das nächste Mal entsprechend
drauf einstellen. So, zwei Runden, Vorrunde müsste gut sein. Und schauen wir mal gleich, ob es wächst. Ein bisschen mit Ton machen. Ja, düngen geht. So, was müssen wir noch tun? Nachdenken. Unkoppel kann man wohl nicht machen. Wir waren bei der Milch. Zurückfahren. Hauen den LKW mal zurück und gleich Wasser holen wieder. So, da haben die genug. Könnten wir noch Bäume pflanzen, halt theoretisch. Heute wird nicht viel passieren, aber das ist schon komisch. Na, wenn wir Wasser voll machen, ne? So, Wasser rein. Kühe anschauen. Hätten wir pflügen müssen oder können dürfen. War nicht so wichtig. Stroh könnten wir reinkippen. Das Milch haben wir ja schon, ne? So. Was hat noch genug da? Ich dachte, wir müssen noch Dings machen. Das passt gerade. Das geht gerade mal so noch rein. Wir wollen auch ein bisschen Geld kriegen, ne? Schon wieder leer. Voll nochmal haben, mal voll. Schon Ding. Noch zu einer BGA fahren. Da auch noch entsprechend einstellen. Und wird dichter ranfahren. Stückchen nach vorne. Im Bereich soll der Trigger sein. Und abgeladen. Jetzt hat er noch eine Weile zu tun. Können wir wieder Millionen verdienen? Eine Million haben wir nicht verdient. Aber 2000 glaube ich. Dann haben und gehabt. Na da, weg nicht. Also schlafen ist nicht günstig. Mitte Sommer haben wir. Dann schlafen nicht angezeigt. Nach dem Schlafen. Dann haben wir noch ein paar Ballen für morgen hingeben. Da ist die Woche darauf, leider, ist ja so, ne?
wenn man an die Schulen jetzt zurückzahlen. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Warten wir kurz auf. Wenn die BGH nimmt ja das Nullgeld. Müsste der Lohn auch so sein, ne? Später, Junge, später. So. So, immer das gleiche Theater. Ach. Z. So, das reicht noch für heute und für morgen ein bisschen. Lassen stehen. Gut. Also Blocking ist fertig. Fahren wir mal zurück zum Feld Nr. Was muss noch gedüngt werden? Ah, jetzt wird sogar besser Gesundheit. Das ist, was ich jetzt nicht verstehe. Auf die 1 fahren wir hin. Der Dünger müsste einfach reichen normalerweise. Also wenn wir zugucken, mal mit Schlafen verzichten, wo es um Stelzen geht. Mal nehmen wir 120 oder 60 laufen lassen, das geht auch. Weil 14 ist schon fast ausgereift und auf der 1 noch gar nichts zu sehen. Nur ein Tag später gemacht worden oder zwei. Zumindest was zu sehen sein müssen. Relativ schnell alles düngen. Wir haben auch den anderen Traktor da von der Giftspritze. Und wir haben noch einen Düngerstreuer, den kleinen. Dann nehmen wir den auch gleich. Tamu. Ja, gibt es eine Tür. Er hat mir noch wahrscheinlich anziehen, dass ich da geschlafen habe. Dass da irgendwas nicht funktioniert. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ist fast voll, müsste reichen für die 21. Viel machen kann man ja nicht, ne? Ja, die Krähen, also alles da. Kann nichts Gutes heißen hier, schwarze Vögel hier. Ja.
21, 2 Vorderwände. Genau das gleiche mit den Bäumen, Setzlinge. Wieso bleibt da der leere Palette drauf liegen? Erst nachdem ich neu geladen habe, war es weg. Beziehungsweise aufgeladen neue. Das hier ist Gras komplett weg, das steckt auch nicht. Ich muss das so ein bisschen Bodentextur ändern, also eine Art Straße hinzaubern. Aber nicht heute. Bob, da brauchen wir jetzt auch keine Zeit. Geht's auch rein, gut. So, und die Vorderlandschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Dann seid mal Füße und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.